Hallo, ich bin der Jens. Ich bin bei der Strabag Grill angestellt und wir sind im Gleisbau beschäftigt. Und ich möchte euch heute mal diesen Kran vorstellen, der auf der Schiene fährt und alles bewegt, was rechts und links von der Schiene benutzt wird. Das ist ein KRC 1200, der hebt Lasten von abgestützt vor Kopf 150 Tonnen bis maximal ausgefahrener Ausleger bis 21 Meter, die hebt er dann noch 40 Tonnen. Was eben dann für uns interessant ist, die Brücken, 24 Meter Hilfsbrücken wiegen 60 Tonnen und das ist dann schon unsere Lastgrenze. Angeschlagen wird mit Kunststoffgurten und Rundschlingen, dass die Schienen nicht beschädigt werden. Bestrebenswert ist, dass alles gerade hängt. Das ist das Idealste. So, da wollen wir weitergehen zu dem Kran. Hier der Unterwagen von dem Kran, das ist das dunklere Teil, das ist 15 Meter lang. Dann haben wir noch den Oberwagen, das gelbe Teil. Und dann haben wir hier den Ausleger. Wenn man jetzt genau hinschaut, der hat zwei Ausleger und ich kann den ausfahren vom Puffer bis zur Hakenflasche bis maximal 21 Meter. Das Besondere an dem Oberwagen ist, dass er zwei Drehkränze hat. Der hat einmal hier unten einen Drehkranz, wie den jeder vom Autokran kennt. Und hier drinnen, hier oben, da habe ich nochmal einen Drehkranz, dass ich dieses Hinterteil von dem Kran stehen lassen kann und nur das vordere Teil sich bewegt nach rechts und nach links. Dann haben wir weiter hinten, haben wir dann unser Gegengewicht. Jetzt haben wir zwei Stück, jeweils mit 25 Tonnen Eigenlast. Und die kann ich noch ausfahren bis auf 13,50 Meter. Der Unterschied zum Autokran ist, wir arbeiten prinzipiell im waagerechten Ausleger, weil wir ja unter Fahrleitung arbeiten. Die Fahrleitung kann eingeschaltet bleiben, hat 15.000 Volt und wir müssen einen Sicherheitsabstand von 60 cm einhalten. So, jetzt sind wir bei uns gleich in der Kabine und dann wollen wir mal den Motor starten. Kann ja alles über mein Display, kann ich hier alles abrufen. Hier sehe ich zum Beispiel die maximale Last, die ich zurzeit heben kann, was ich jetzt am Haken habe und alle Dateien, die für mich relevant sind. Der rechte Hebel ist für den Hub. Hub auf, Hub ab, drehen rechts, drehen links. Mein linker Joystick, damit kann ich den Ausleger bedienen. Kann ich austeleskopieren, einteleskopieren. Ich kann den aufwippen, ich kann ihn abwippen. Und ganz links neben mir, wo ich die Fahrtrichtung nach vorn bzw. nach hinten fahren kann. So, Feierabend für heute. So, das war's wieder.